Wir sehen direkt. Herzlich willkommen bei der Diskussionsplattform der Salzburger Nachrichten. Wir sind auf Tour unterwegs, heute in Dernten im Pinzgau, direkt an der Landesstraße nach Lent, mitten im Ort. Deshalb entschuldigen Sie auch vielleicht das eine oder andere Straßennebengeräusch. Wir möchten heute über ein Thema diskutieren, das viele Menschen im Bundesland Salzburg, aber vor allem hier in Pinzgau und in Dernten im Besonderen interessiert. Und das ist der Wolf. Der Wolf, ist er gefährlich, ist er nicht gefährlich, müssen wir etwas gegen ihn tun oder nicht? Darüber möchten wir mit unseren Gästen heute diskutieren. Ich begrüße bei uns den Wolfsbeauftragten des Landes Salzburg, Dr. Hubert Stock. Er ist auch Bürgermeister in Werfen. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Ich begrüße bei uns das grüne Urgestein des Pinzgaus sozusagen. Er ist Bezirkssprecher der Grünen, seit 33 Jahren Gemeindevertreter und Mitglied des Gemeinderates in Saalfelden, Ferdinand Salzmann. Guten Tag. Hallo. Schönen Nachmittag. Ja. Und bei uns ist auch als Vertreter der örtlichen Bauern hier, der Bauernbundobmann von Dernten, Wolfgang Hotter. Herzlich willkommen. Wolfgang Hotter ist auch Sprecher der Landwirtschaftsmeister im Bundesland Salzburg. Genau. Danke fürs Kommen. Ja, der Wolf, Herr Stock, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Ist gekommen, um zu bleiben oder wieder zu gehen? Der Wolf ist definitiv gekommen, um zu bleiben. Wir haben in Europa mittlerweile so eine hohe Zahl an Wölfen, dass auch Österreich und Salzburg von sehr vielen Populationen umgeben ist. Das heißt, es werden immer Wölfe zu uns einwandern. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen, ob man den Wolf gewähren lässt, wie er ist, oder ob man bewirtschaftet. Ist das Thema erst in den letzten Jahren wieder aufgekommen? Oder wenn Sie ein bisschen zurückdenken, Sie sind ja auch Historiker vom Studium her, war der Wolf immer eine bestimmende Größe hier in unserer Landschaft? Der Wolf hat unsere Landschaft mitgeprägt eigentlich und auch unsere Bevölkerung natürlich über Jahrhunderte beschäftigt. Eigentlich erst mit der Ausrottung Ende des 19. Jahrhunderts ist das Thema Wolf eigentlich bei uns dann nicht mehr relevant gewesen. Und mit der Rückkehr des Wolfes eben jetzt durch die erfolgreiche Unterschutzstellung in Europa ist es wieder zum Thema geworden. Seit 2009, 2010 im Oberpinzgau, wo die ersten Vorfälle dann waren, und seit 2018 eigentlich, wo es dann doch massive Nutztierrisse gegeben hat, ist es wirklich wieder Thema geworden. Herr Hotter, hier in der Gemeinde Dernten hat es in der Vergangenheit, in den letzten Monaten auch Wolfsrisse gegeben. Wie ist denn hier bei der Landwirtschaft das Thema? Ist das ein starkes Thema? Ja, es ist schon ein starkes Thema, und zwar vor allem, dass man einfach sagt, man hält ja die Tiere nicht einfach als Wolfsfutter, sondern man züchtet Tiere einfach für den Zuchterfolg und auch, sage ich mal, für die Lebensmittelherstellung. Und es ist einfach kein Gaudi, wenn ich einfach mit Ungewissheit die Tiere auf die Alm tue, ob ich die nochmal sehe oder nicht sehe. In erster Linie greift der Wolf, wenn er angreift, Schafe an. Ganz selten ist auch davon die Rede, dass Kühe oder Kälber attackiert werden. Gibt es bei Ihnen in der Ortsbauernschaft auch viele Schafbauern? Ja, schon. Wir sind der Knorrstruktur, die Landwirtschaft in Dernten. Und vor allem auch, wo einfach Bauern zum Beispiel 5 Schafe oder so in der Größenordnung haben und der Tier dann aufs Gebirge auftreiben. Und am Gebirge haben die einfach freies Geleit, die können einfach überall hingehen. Und da war es einfach in der Vergangenheit so, die sind sicher gewesen da oben. Damit natürliche Faktoren oft beitragen haben, dass die Tiere nicht mehr zurückgekommen sind, ja, das ist die Natur. Mhm. Aber ich glaube, das hat einen Grund, warum der Wolf gehen hat müssen. Mit der jetzigen Regelung, also der Wolf ist ja stark unter Schutz gestellt, aber es gibt die Möglichkeit, ausnahmemäßig Wölfe zu entnehmen, per Bescheid der Landesregierung, immer auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Sind Sie da als Bauernvertreter damit zufrieden oder einverstanden und sagen, so wie es jetzt ist, passt's?
Nein, bin ich absolut einverstanden. Ich selber, ich bin nur Rinderbauer, also ich bin derzeit noch nicht betroffen geworden von einem Wolfsriss oder irgendwas, aber ich bin der Meinung, wir brauchen eine wolfsfreie Zone. Also ich glaube, bei uns hat der Wolf keinen Platz nicht. Er hat keinen Platz nicht, weil einfach wir unsere Kulturlandschaft so geprägt haben. Und ich glaube, die ist wertvoll, wie sie jetzt darstellt. Aber wie wollen Sie das garantieren oder herstellen, eine wolfsfreie Zone? Ja, ich glaube einfach, dass man einfach sagt, okay, ich glaube nicht, dass mit der Regulierung, dass das schaffbar ist, weil man sieht es in anderen Gebieten von der Jagd, wo man was regulieren. Da gibt es so viele Ausnahmen, wo man wieder nicht schießen darf. Darum sage ich einfach, in einer freien Zone darf ich immer schießen. Ja. Gell? Und ich glaube, dass das in der letzten Zeit funktioniert hat. Auch wenn man sagt, ja, okay, 2009, oder? Sind so ungefähr zurückgekommen. Also, wenn ich dir schießen darf, ist auch der Wolf vorsichtig. Ja. So, glaube ich, gespürt der das, dass er das einfach da sein darf. Herr Salzmann, Ihre Partei und auch Sie persönlich sind wahrscheinlich nicht erfreut über Ausdrücke wie eine wolfsfreie Zone. Ja, das ist richtig. Ich meine, in dieser Diskussion, die müssen wir auf andere Ebene führen. Wir müssen wegkommen von dem Angstmachen, das jetzt doch da ist. Wir müssen auch wegkommen von der Polarisierung. Es gibt da einen guten Wolf oder einen bösen Wolf. Und es gibt bei uns ein Gebiet, das ist wolfsfrei und woanders soll er doch leben. Ich meine, wir müssen hinkommen zu einer Anerkennung der ökologischen Wertigkeit. Ja, das kann man noch näher ausführen, weil der Wolf ist an der Spitze einer Nahrungspyramide, hat Pflanzenfresser seine Nahrung frisst auch Aas, frisst auch Reh und nicht nur die Schafe. Bei uns ist es nur deshalb so geworden, weil die Schafe am leichtesten erreichbar waren für den Wolf. Ja. Aber ich meine, dass diese ökologische Wertigkeit, die gehört in diese Diskussion hinein. Also da für und wider, es gibt überall für und wider, wir haben nirgends etwas, was absolut ist. Das ist die ökologische Wertigkeit, wir sollen auch hinkommen zu höheren Zahlungen, Ersatzzahlungen, wenn Tiere tatsächlich gerissen werden. So viel war es, gibt es 150 Euro für Schafe, dann müssen wir halt das als Öffentlichkeit erhöhen. Das dürfte nicht das Problem sein, glaube ich. Wir geben sonst auch sehr viel aus, als Staat, als Land, als Gemeinde. Ja, und die Herdenschutzmaßnahmen. Ich bin schon überzeugt, dass wir über Herdenschutzmaßnahmen viel intensiver noch diskutieren müssen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Das sind die Zäune, das sind die Hirten, das sind Zäune, Hirten und dann der Nachtpferch oder irgendwo, wo treibe ich die Schafe dann wieder hin. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung einmal die Diskussion mehr öffnen. Ja. Über das werden wir reden, Herdenschutz und wie er gemacht werden könnte. Ja. Vielleicht nur ein Satz zur Entschädigung. Ist die jetzt ausreichend? Der Herr Salzmann hat gemeint, man könnte auch darüber reden, das zu erhöhen. Das würde aber das Problem nicht lösen, weil es die Bauern ganz einfach nicht um Entschädigung geht, sondern es geht um das Grundsätzliche. Und grundsätzlich ist es so, dass wir diskutieren immer um den Wolf, aber eigentlich müssten wir viel mehr diskutieren um unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft, um die Almwirtschaft. Die ist eigentlich bedroht. Und weil der Herr Salzmann gesagt hat, die ökologische Wertigkeit, eigentlich, wenn man es objektiv sieht, ist die ökologische Wertigkeit und vor allem die Biodiversität in Salzburg im Speziellen durch die Rückkehr des Wolfes, durch die Aufgabe kleinstrukturierter Betriebe, durch die Aufgabe von Almwirtschaft bedroht. Also wir verlieren an Biodiversität, weil, das sieht man auch im Nationalpark Hohe Tauern sehr gut, die ökologische Wertigkeit im Wald ja zum Beispiel nur die halbe ist von der Almflächen. Und wenn ich die Almflächen verliere, wenn die verbuscher, dann habe ich ganz einfach diese hohe ökologische Wertigkeit nicht mehr. Also man nimmt da immer ein bisschen das Beispiel vom Yellowstone Park, die tropische Kaskade, wie das so schön heißt. Das sind ganz andere Verhältnisse, das kann man mit unserer Kulturlandschaft absolut nicht vergleichen. Und über das müssen wir eigentlich diskutieren, was ist eigentlich durch die Rückkehr des Wolfes bedroht, weil der Kollege gesagt hat, wolfsfreie Zone, da bin ich vom Begriff her nicht ganz seiner Meinung, das werden wir nicht schaffen. Also wolfsfreies Salzburg wird es definitiv nicht mehr geben, wir haben 30.000 bis 50.000 Wölfe in Europa. Also, die kommen immer welche nach. Wir
müssen die Begriffe da anders verwenden. Es geht nicht um wolfsfreie Zonen, es geht um nicht schützbare Zonen, also Weidezonen, wo der Wolf dann, da gebe ich dir recht, bei Begegnung erlegt werden muss. Mhm. Und ich habe auch mit Experten auf europäischer Ebene gesprochen, die gesagt haben, gut, wenn Salzburg das so machen würde, wenn es vom Schutzstatus her möglich wäre, dass man sagt, in dem Bereich, wo die Tiere nicht schützbar sind, da schießt man halt den Wolf, das hätte auf die Population im Gesamten praktisch überhaupt keine Auswirkung. Also wegen dem können wir den Wolf sicher nicht mehr ausrotten. Ja. Ein Satz noch zu den Entschädigungen, Herr Rotter. Ist das für Sie ein Thema, dass man sagt, wir geben den Bauern halt mehr, wenn es einen Riss gibt und dann ist der Fall erledigt? Nein, ich glaube, dass die Entschädigung einfach das nicht ist. 150 Euro, okay, kriege ich das für ein Schaf. Aber das tue ich vielleicht zweimal. Ja. Aber dann sage ich, nein, das, die Arbeit tue ich mir nicht mehr. Also ich bin ehrlich, wenn ich jetzt sage, ich gehe meine Arbeit, gehe gemütlich aus, wie wenn ich arbeiten gehe und nebenbei mache ich meine Landwirtschaft. Ja. Also dann gebe ich es auf. Und dann ist aber nach 10 Jahren ist die Hutweide oder die Alm ist da zurückgewachsen. Das müssen wir uns ehrlich sein. Das müssen wir ehrlich sehen. So. Und da bin ich total bei Herrn Stock, dass einfach da wo die Biodiversität einmal am Ende ist. Es hat zuletzt heftige Debatten gegeben von Seiten der Europäischen Union, aus Brüssel auch Signale, dass man mit der Regelung, wie sie in Salzburg gehandhabt wird, auch in Oberösterreich nicht einverstanden sei. Das waren die ersten Signale. Und dann sind neue Signale gekommen, zuletzt von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass man sehr wohl über bestimmte Ausnahmen diskutieren wird, werden müssen, oder? Na, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Die Aussage vom Umweltkommissar war ja nicht, dass man mit unseren Regelungen nicht einverstanden ist, sondern dass er die Aufregung in Österreich nicht versteht, weil man ja diese Ausnahmeregelungen hat. Also so ist es eigentlich zu interpretieren. Wenn man nachfragt beim Kommissar, dann sagt er, ihr habt ja den Artikel 16 der FFH-Richtlinien. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr ja Wölfe entnehmen. Also er versteht die Aufregung nicht. So war es eigentlich. Da ist der Transport vielleicht der ein Transport anderer gewesen. Genau ein anderer gewesen. Aber Herr genau Salzmann, so sind Sie jetzt, würden Sie sich von Brüssel, von der Europäischen Union mehr Initiative wünschen, den Wolfschutz tatsächlich auch umzusetzen? Ja, ich würde mir wünschen, dass gerade diese Herdenschutzmaßnahmen, dass die umgesetzt werden mit Europahilfe, also mit Geldern von der EU, vom Bund, Land, Gemeinde bis herunter. Ich möchte es einmal sagen, ich bin sehr viel auf der Welt schon gewesen, ja, vor Corona-Zeiten, sei es in Indien, sei es in Südamerika, sei es jetzt, nehme ich gerade kürzlich, war in der Lüneburger Heide, war an der Elbe. Wir sehen dort, wir haben nicht gesehen, irgendwelche Schafe, die allein sind. Also entweder sie sind in einem abgezäunten Gebiet, sie haben einen Schäfer oder es gibt einen Hirtenhund oder wie man immer jetzt nennen wollen. Und wir haben es halt, bei uns ist gewachsen, das ist schon richtig. Bei uns ist gewachsen, es gibt einen Starnen Meer, und da gibt es die Schafe im Starnen Meer, die haben ein riesengroßes Gebiet, ist gar nicht einmal so ein riesiges Nahrungsangebot. Und das sind wir halt gewohnt, aber muss das so bleiben? Könnte man nicht in diese Richtung gehen und auch mit Hilfe der EU, bitte tun wir das einmal sammeln, und es gibt in der Schweiz die WWF-Programme für den Herdenschutz. Tun wir das einmal nicht ausblenden. Ich habe jetzt immer so das Gefühl, dass fast ausgeblendet wird von bäuerlicher Seite. Ja. Von bäuerlicher Seite habe ich das Gefühl, wenn man so die Stammtischdiskussionen verfolgt, dann heißt es, bei uns muss wohlfrei sein, der, wenn einer durchzieht, soll der abgeschossen werden. Und wir werden schon, und die böse EU, die ist also schuld, dass wir da diese FFH-Richtlinie einhalten müssen. Aber also Argument, so polarisiert wollen wir es nicht. Ein wesentliches Argument ist ja immer auch der Preis, beziehungsweise der hohe Aufwand, betrieben werden müsste, um wirksam zu schützen. Wobei man schon sagen, der Aufwand wird ja betrieben in Salzburg. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen. Wir haben 2018 mit dem Förderprogramm für Herdenschutzmaßnahmen begonnen und haben bis jetzt schon die Bauern über 900.000 Euro in Herdenschutzmaßnahmen investiert. Also den Bauern immer vorzuwerfen, sie wollen keinen Herdenschutz und den machen sie nicht, stimmt ganz einfach nicht. Aber in den Bereichen, wo es möglich ist, der Knackpunkt sind eben die Almen, wo man definitiv einfach wirtschaftlich tragbaren und auch
von der Arbeitsintensität her tragbaren Herdenschutz kaum umsetzen kann. Kann man vielleicht ein paar Maßnahmen für unsere Zuseherinnen und Zuseher erklären, was Herdenschutz eigentlich ist? Was kann man da konkret tun? Also bei den Investitionen, die da umgesetzt werden, da geht es konkret immer um Zäunungen mit Elektrozaun, eben basierend auch auf der Erfahrung in der Schweiz, wo man sagt, gut, gewisse Umzäunungen in hofnahen Bereichen in der Regel, das funktioniert, da kann man den Wolf einigermaßen abwehren. Wobei die Schweiz, die Stichwort gefallen ist, auch in Graubünden mittlerweile an die Grenzen stößt. Die Wölfe sind sehr gelehrig und lernen auch Herdenschutzmaßnahmen zu umgehen, Herdenschutzhunde auszuspielen, Zäune zu umgehen. Also man stößt auch da schon an die Grenze. Es sind immer die Vorzeigeprojekte, das weiß ich schon, die zwei, drei. Wir haben uns andere Gebiete angeschaut, wo es eben nicht so rund läuft. Also so einfach, wie es ausschaut, ist es leider nicht. Aber ein Hauptproblem ist offenbar oben auf der Alm. Genau. Also rund um den Bauernhof, das funktioniert mit einem gewissen Aufwand. Oben auf der Alm funktioniert es aber nicht. Oder müsste man da halt alles einzäunen, Hirtenhunde, Senner, Hirten. Das kostet ja sehr viel Geld. Funktionieren, glaube ich, dort das. Also gehen würde das. Ja. Aber ich glaube, dass sich das keiner antut. Also wenn ich mich persönlich hernehme oder 80% der Bauern hernehme, dann gebe ich meine Schafe und die weg. Dann ist da oben das Hochgebirge, dann ist das nicht mehr bewaldet. Aber jetzt glaube ich schon mal ein Aspekt da, was hat das die Steilflächen um, dass die einmal im Sommer abgerast werden? Was hat das im Winter auf sich? Einfach Lawinenschutz, damit der oben Erosion verhindert wird. Dass da einfach ein kurzer Grasboden da ist. Also wenn das alles keine Wertigkeit mehr hat, dass man das vor einen Wolf stellt, das ist für mich einfach nicht logisch. Nicht, dass ich jetzt gegen Grüne oder gegen Umweltschutz bin, überhaupt nicht. Also ich bin ein ÖVP-Befürworter. Ich hätte die Grünen befürwortet für eine Koalition in Salzburg. Aber wie gesagt, das Thema Wolf, das stößt bei mir aus Bergbau einfach an die Grenzen, weil ich sage, das ist nicht okay. Ich wollte nur, Herr Salzmann, es muss natürlich, wenn das diese ökologische Wertigkeit da ist, um das wiederherzustellen, was Jahrhunderte war, dass wir also Nahrungspyramiden haben und sozusagen auch eine Regulierung mit einem Raubtier möglich ist, dann muss das nämlich die Öffentlichkeit ausgleichen. Jetzt bin ich ganz extrem und sage, das muss mit 100% ausgeglichen werden. Ja? Wir können das nicht den Bauern aufschirmen, sozusagen, du wirst jetzt da aufgehen und das machen. Ja, dann gibt es eben diese Zäune, dann gibt es die Programme, dann gibt es die Ausbildungen für Schäfer, gibt es die Ausbildungen für Hunde. Noch einmal, das gibt es, wieso gibt es in außeralpinen Bereichen und teilweise auch in alpinen Bereichen. Mhm. Und wir sind da halt ein bisschen enger, bitte öffentliche Förderungen voll und ganz für Herdenschutzmaßnahmen. Ja. Und natürlich, im Laufe von Jahren kann das erst entwickelt werden. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Herr Otter, Sie sind ja auch in der Gemeindevertretung hier. Dernten ist auch eine Tourismusgemeinde, nicht nur eine landwirtschaftliche und gewerbliche, sondern eine starke Tourismusgemeinde. Ist das ein Thema bei den Gästen hier überhaupt, der Wolf? Gibt es auch Menschen, die sich vielleicht fürchten, oder fürchten Sie eine negative Auswirkung auch nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern auch möglicherweise auf den Tourismus? Ja, glaube ich schon. Also ist jetzt nicht, dass man sich jetzt fürchtet vor einem Wolf, dass man angegriffen wird. Ich glaube, dass das einfach Nachwirkungen hat. Wenn die Alme nicht mehr bewirtschaftet werden, wenn es keine Almhütten mehr gibt, wo die Gäste aufgehen können, dann wird der Sommertourismus sicher leiden unter dem. Das, glaube ich, ist der große Aspekt. Wo nicht jetzt sind, dass sie, also ich habe es jetzt noch nie gehört, dass sie Gäste von einem Wolf oder auch einheimische angegriffen zu werden. Freunde von ihnen. Ja, gewisse Leute sagen, okay, sie haben Angst vor dem Wolf. Ich hätte jetzt wieder keine Angst, dass ich jetzt, wenn ich in den Wald rausgehe, dass ich von einem Wolf angegriffen werde. Also das, so ehrlich muss ich jetzt sein. Sie als Wolfbeauftragte des Landes werden wahrscheinlich auch keine Angst vor dem Wolf haben. Ich fürchte mich sowieso nicht leicht, sonst darf man nicht in die Politik gehen. Ich habe eine Abschlussfrage an Sie. Sie sind ja auch Jäger. Es hat ja jetzt einige Abschüsse oder Entnahmen, wie man das schön umschreibt, gegeben. Die Schützen sind immer anonym geblieben. Ist das auch sinnvoll und richtig so? Ja, ich sehe das als sehr sinnvoll. Es gibt ja nicht nur Naturschützer und Tierschützer, sondern es gibt auch militante Tierschützer,
und möchte da ganz einfach die Schützen dann nicht der Gefahr aussetzen, dass sie oder ihre Familie irgendwelchen Angriffen ausgesetzt werden, und deshalb wird das bewusst anonym gehalten. Sie haben ja auch schon eine Bekanntschaft mit Militanten, naja, Militanten bekommen, die sie den einen oder anderen Shitstorm, aber das halten sie aus. Also. Das gelernter Bürgermeister. Das halten aus. Ja. Gut. Dann sage ich vielen Dank. Die Runde, wir werden hier nicht eine Einigkeit herstellen können, aber wir haben zumindest einige Punkte anreißen können, die dieses Thema Wolf beherrschen, und wir werden dranbleiben, wie es weitergeht damit. Ihnen, meine Damen und Herren, sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit. SN on Tour heute direkt aus Dernten zum Thema Wolf. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.